Hallo und herzlich willkommen. Ich gebe hier eine kurze Einführung in die Konzeption der Materiewellen, die durch Anwendung der Quantenhypothese und der speziellen Relativitätstheorie auf Elementarteilchen begründet wurde. Du solltest mit den Konzepten von Arbeit und Energie vertraut sein, die Grundaussagen der speziellen Relativitätstheorie verstehen, die Lichtquantenhypothese kennen und das Phänomen der Schwebung bei Interferenz von Wellen im Detail verstehen. Der Compton-Effekt hatte die Richtigkeit von Einsteins Lichtquantenhypothese belegt. Die Anwendung der Planck'schen Beziehung zur Beschreibung der Portionierung der Strahlungsenergie verband mathematisch eindeutig zwei zuvor unvereinbare Aspekte der Wirklichkeit, eine diskrete Energiemenge und die Frequenz einer kontinuierlichen Welle. Aber nun konnte man wieder verstehen, warum die geometrische Optik lange Zeit erfolgreich war, denn nun ließen sich die Lichtstrahlen als Wege von Photonen deuten. Der französische Physiker Louis de Broglie ging davon aus, dass ein systematischer Zusammenhang zwischen den Wellen und den angenommenen Photonenbahnen existierte. Nachdem die Wellen Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com